Mann, ist das spannend. Playoff-Hockey ist das Geilste, was es gibt. Die Eisbären Berlin besiegen Adler Mannheim Spiel 1 in dieser Halbfinalserie mit 4:3 in der Verlängerung. Game-Winner, Nummer 15, Manuel Wiedere. Manu, wow, what a game. Ja, definitiv. Ich denke, das war das, was alle erwartet haben. War sehr eng, sehr hart umkämpft. Und ja, wir hatten ein Ziel und das war der Sieg und das haben wir geschafft. Von dem her sind wir sehr glücklich. Also wie in den Spielen gegen Köln im Viertelfinale, hart geführt auf beide Seiten, hat das uns das nötige Gewürz in den Spiel gegeben? Ich denke schon, dass wir von Köln auch schon ein bisschen vorbereitet waren und ja, ich denke, wenn wir simpel spielen, unser Spiel machen und trotzdem, obwohl wir so viel Skill haben, auch hart spielen, dann ja, sind wir, glaube ich, schwer zu schlagen und das haben wir heute auch gesehen. Ich denke, Mannheim hat eine sehr, sehr gute Mannschaft und denke, wir hätten auch über 60 Minuten von den Chancen her den Sieg holen können. Dann ja, jetzt sind wir einfach froh, dass wir 1:0 führen. Wie wir es in der Hauptrunde gesehen haben und auch bis jetzt in den Playoffs, wenn es hart auf hart kommt, dank unserer Tiefe im Kader, eine Reihe wird produzieren. Du warst absolut im Fokus heute. Ein Tor, zwei Assists. Yannick Viu auch mit einem Tor und Assist. Hut ab, Chapeau. Ja, ich denke, das macht eine gute Mannschaft auch aus. Und wir haben die Tiefe und ja, im Endeffekt ist es egal, wer die Tore schießt oder wer die vorlegt, solange wir am Schluss eins mehr haben wie der Gegner, glaube ich, sind alle zufrieden. Sei mal aber ehrlich, Manu, Overtime-Tore sind immer schön, aber wie schön ist ein Overtime-Goal in den Playoffs? Sehr, sehr schön. Super. Zum guten Letzt, wir haben wenig Zeit, um zu erholen, zu regenerieren. Spiel 2 bekanntlich da in der Quadratstadt da in Mannheim. Müssen wir uns auf einiges gefasst machen nun? Ja, auf jeden Fall. Ich denke, Spiel 2 wird mindestens so intensiv wie heute. Und ja, morgen reisen wir dahin. Aber ich denke, wir sind alle Profi genug und fit genug, dass wir das, ja, dass wir bestmöglich und in bester Verfassung am Freitagabend fit sind. Dankeschön für den kurzen Interview. Manuel Wiedere, good job. Thanks very much.